Willkommen zurück zu einer neuen super sandigen Folge Desert Skies. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die super sandigen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr dieses wunderbare kleine Spiel mit einer Bewertung unterstützen würdet. Nehmt euch das Sekündchen, ist ja wirklich nur eine Sekunde. Und schon habt ihr diesen wunderbaren Kanal extrem gut unterstützt. So, es gab ein Update, ein Content-Update, und zwar gibt es eine komplett neue Location, so eine Art, ja, so eine Art Canyon, könnte man sagen. Sowas wie ein Canyon, so ein bisschen umgeben eben von irgendwelchen Gestein, und dort befindet sich so ein kleines Wäldchen, das aber schon beinahe verendet ist. Also wirklich nur noch kaputte Bäume, die kein Wasser haben und auch echt nicht gut aussehen. Sowas findet man da unten, und wir müssen erstmal Metall finden. Und das wollen wir natürlich entdecken. Allgemein heißt es, die ganzen Locations wurden ein wenig überarbeitet. Es soll jetzt noch ein bisschen mehr Inhalt geben und die einzelnen Gebiete sollen sich ein wenig mehr voneinander abheben. Klingt doch schon mal gut. Wo ist mein wunderschönes Metall? Ja, Kohle. Ein Batzen Kohle und ein toter Mann, der hier rumliegt. Das ist ja schön und gut, aber eigentlich wollten wir hier Eisen mitnehmen und irgendwie gibt es hier kein Eisen. Nein. 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 Kein Eisen. Ey, ich hab's ja wirklich drauf, oder? Ah, doch, hier drüben. Hier drüben gefunden. So viel Kohle, so wenig Eisen. Ansonsten haben die Entwickler schon so ein bisschen erzählt, was sie als nächstes machen wollen. Sie wollen als nächstes erstmal dafür sorgen, dass der Gegner hier, der Seeker, die Schlange, eine größere Bedrohung ist und dass sie sich intelligenter verhält. Kann ich verstehen. Ich meine, sie ist jetzt schon keine kleine Bedrohung. Das Ding ist extrem schnell und kann dich auch super schnell töten. Aber natürlich verhält sich das Ding auch nicht wirklich intelligent. Den Punkt kann man schon verstehen. Saugeiler Sprung. Und Abflug. Und ja, Kohle. Kloppen wir direkt ein Nugget rein. Wir haben ja nur eins gefunden. Gibt's ja nichts zu holen. So. Aber ein bisschen Eisen können wir schmelzen. Ansonsten, wir benötigen Essen. Wir benötigen Trinken. Denn wir haben nichts. Und ich will natürlich die neue Location. Ja, wenn dann der Seeker sich intelligenter verhält, dann sollen neue Story-Elemente reinkommen, neue NPCs, neue weitere Orte, neue Items. Und der Nutzen, oder das Nutzen, der Nutzen, das Nutzen, der Items soll effizienter sein und logischer. Einige Items funktionieren gar nicht. Einige haben mir schon geschrieben, mach doch hier mal so ein Messer. Wir können so ein Messer auch mal machen, warum nicht? Stellen wir mal eins her, damit die Leute auch mal das Messer sehen. Und da unten ist irgendwas. Landen wir? Wir landen. So. Dauert das so lange? Dann kann ich ja schon mal hier... Oh, Gold! Wir finden sogar mal Gold in der Wüste. Aber irgendwie ist die Schlange weg. Die Schlange ist weg. Naja, dass die Items ein bisschen mehr Sinn ergeben, das muss auf jeden Fall kommen, denn die normale Kugel, die hat keine Funktion. Also die macht auch keinen Schaden an der Schlange. Zumindest wäre mir das nicht aufgefallen. Und das Messer hat angeblich auch keine Funktion. Außer sie haben irgendwas Neues reingepackt, aber ich glaube nicht. So, Messer. Und das machen wir jetzt mal hier auf die 5. Und so sieht das Ganze aus. Schon cool. Wir können auch damit zustechen. Ja, das ist drin. Aber es soll, wie gesagt, keine Funktion haben. Was schon mal sehr schade ist. Denn einige haben geschrieben, hey, vielleicht kannst du ja mit einem Messer der Schlange die Klaue irgendwie wegschneiden. Was zur Hölle? Ist das eine Farm? Sehe ich da hinten grün? Moment. Moment. Ist das Getreide? Wir haben doch noch nie Getreide hier. Getreide in der Wüste? Ich fantasiere, oder? Ich meine, ich bin irgendwie drauf. Ich habe zu viel Lack geschnüffelt. Also Leute, ein Labyrinth aus Sonnenblumen habe ich noch nie gesehen. Nee, das ist doch neu. Das ist Sonnenblumen? Könnt ihr euch an Sonnenblumen erinnern? Also
Nein. Nein. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich brauche unbedingt Bullets. Goldene Bullets. Ich habe nur noch einen Schuss und damit töten wir leider nicht den Seeker. Und wir müssen unbedingt mal den Sound ein bisschen überarbeiten, denn... Oh, ich bin so voll mit Zeug, denn das zerreißt immer noch alles. Also hier haben wir Trinken, Alkohol, Alkohol. Nägel können wir mal stapeln, können wir auch stapeln. Ja. Können wir direkt Kugeln herstellen. Bobs. Alkohol. Einen Barren, den hauen wir mal hier rein. Ich habe immer noch kein Bett. Was kostet eigentlich ein Bett? Was kostet eigentlich ein Bett? Okay, das ist gar nicht mal so teuer. Dann mache ich hier meinen super coolen Schlafplatz. Falls wir mal sterben sollten, dass wir uns eben wiederbeleben können. Okay. Also das ist definitiv neu. Das ist definitiv neu. Ein Labyrinth aus Sonnenblumen. Könnt ihr euch an sowas erinnern? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe das noch nie gesehen davor. Für mich ist das definitiv new shit. Was haben wir hier Schönes? Nägel nimmt man doch gerne mit. Kann man nicht hier ein paar Klamotten mitnehmen? Nur, das ist Opas alte Farm. Steine haben keine Funktion. Trinken. Die Story ist ja auch noch sehr, sehr dünn. Ich meine, wir wissen nicht, woher die Dinger kommen und was die Dinger sind. Wir wissen nur, wie man sie töten kann. Das ist zwar schön und gut. Oh, das hätte ich gar nicht gebraucht, hier so ein Molder. Ah, kann ich mal wieder meine Flasche auffüllen. Schluck getrunken und noch ein bisschen aufgefüllt. Oh, geil, Mann. Wir finden hier echt noch coole Sachen hier. Was ich auch ein bisschen schade finde, wir haben jetzt eine... Okay, das... Da geht's nirgendwo hin. Wir haben jetzt eine verbesserte Spitzhacke. Und wir haben eine verbesserte Axt. Aber trotzdem... bringt's nichts. Oh, Vorsicht, wenn wir springen, dann kommen sie. Ob es irgendwas gibt? Ist ja so ein bisschen wie ein Labyrinth. Ah, was haben wir hier? Nägel. Naja, Nägel. Kann man schon brauchen. Heu. Kann man hier hoch? Oh, hier drüben. Ein bisschen Seil und nichts. Naja. Ich würde sagen, wir verdudeln uns, oder? Wir sind hier durch. Ich brauche unbedingt noch eine Kiste. Ein Bucket. Oh no. Oh no. Wollte noch ein bisschen Holz mitnehmen. Und da kommt mein Freund. Ich wollte noch ein bisschen Holz, Kumpel. Du hättest mir ein bisschen Holz gönnen können. Gönn doch mal. Mach mal Gönnung. Und tschüss. Ja, schießen werde ich jetzt nicht auf ihn, weil... ich denke... das Ding brauchen wir doch gar nicht. Ich denke, das lohnt sich nicht. Schmatz. Kaktus ist immer geil, Mann. Kaktus ist immer richtig, richtig gut. Wohin damit? Ach, machen wir es so hin. Hier sind meine ganzen Trophäen. Der Größte und Beste bin ich. Wenn es darum geht, anderen Leuten ihre Trophäen zu klauen. So. Ich will das eigentlich hier noch ein bisschen ausbauen. Weil es einfach cool ist, wenn wir hier schön Geländer haben. Alright. Super, jetzt haben wir schon mal die Seite hier. Na, Moment, eins muss noch hier hin. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Oh, jetzt sehe ich gerade. Das ist ja falsch. Das ist ja komplett falsch.
Können wir so aber nicht lassen. Ja, wenn, dann muss es schon richtig sein. Nichts Schlimmeres als unästhetischer Baustil. So, gib mir hier nochmal den Hammer und dann drehen. So, jetzt stimmt's. Perfekt! Und da drüben kommt jede Menge Gold! Oi! Landen wir? Wir landen. Ist die Schlange jetzt hier? Wahrscheinlich. Die ist jetzt wieder richtig da, oder? Natürlich ist sie wieder richtig da. Kommt das Biest einmal zurück, ist es komplett wieder da. Nee, oder? Zwei Nuggets? Ah, hier oben ist noch einer. Ich will diese neue Location. Ich meine, wir haben eben schon eine bekommen, aber die neue Location soll halt wirklich ein bisschen besonders sein. Ich würde die ganz gerne erobern, erforschen, begutachten. Aber ich find's cool. Ich meine, die Updates kommen. Im Moment kommen sie. So wie ich das verstanden habe, entwickelt das Ganze halt nur eine Person. Okay, hier nochmal ein bisschen Eisen. Ja, warum nicht? Wollen wir rennen? Oh, hier drüben ist ja noch was. Und wieder cool bleiben. Eisen. Im Moment wäre mir Gold sogar beinahe lieber, weil ich eben das Vieh töten will. Und dann mal mit dem Messer reinstechen will. Klar will ich das testen. Ist ja wohl logisch. Okay. Ich mag halt das Geräusch nicht. Weil es so derbe abfuckt. Wir brauchen auch demnächst mal wieder Holz, deswegen will ich unbedingt in den sterbenden Wald. Das war sein Lieblingskaktus. Das war sein Lieblingskaktus und wir haben ihn kaputt gemacht. Geh weg. Oh Gott, ich komme hier nicht hoch. Vielleicht mit Anlauf? Das ist nicht gut. Komm schon. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Okay, ich habe noch einen Plan. Lass mich rein. Oh Gott. Kann ich hier eine Rampe oder sowas bauen? Oh mein Gott. Ich komme nicht hoch. Ja, hier geht's, aber das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Gott sei Dank konnte ich das Ding wegschlagen. Trotzdem, das ist richtig ekelhaft. Wow. Okay, wir müssen das Vieh töten. Wir müssen das Vieh töten. Wir haben keine andere Wahl. Das Vieh macht uns Probleme, wir müssen es töten. Ich denke mal, wir sind alle einer Meinung, oder? Was ist da hinten? Irgendwas Neues kommt da hinten. Okay, Eisen läuft, 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 läuft. Bandagen. Könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Ah, guck mal hier. Hier haben wir auch noch jede Menge Zeugs. Oh, habe ich hier viel Eisen drin. Alright. Hier waren wir doch schon. Okay, nothing special hier unten. Wir gehen trotzdem mal runter. Wegen dem Gold. Ich meine, ich habe Kugeln, oder? Ich habe... Gib mir mal hier. Okay, wir werden versuchen... Habe ich nicht mehr? Gehen nur zwei rein? Ich kann nicht nachladen.
Wie jetzt? Seeker ist gar nicht da. Nice. Wir können uns Gold holen. Aber ich will den jetzt auf jeden Fall töten, um zu gucken, ob ich ihm eventuell eine Klaue wegsäbeln kann. Das will ich wissen. Wahrscheinlich nicht, aber ich will es trotzdem wissen. Boah, ich würde so gerne den Vogel da oben runterballern. Oder wisst ihr, was noch geiler wäre? Wenn sie einbauen würden, dass man irgendwie Tiere zähmen kann. Hätte man so einen Kundschafter. Einen Adler, der vorausfliegt und die Gegend ein wenig ausspioniert. Und ihr dann sagt, hier vorne kommt Gold. Und da hinten kommt Eisen. Wäre doch echt eine geile Idee, oder? Ich würde es geil finden. Haustiere. Haustiere sind immer gut. Haustiere und Trophäen. Das sind so die zwei Dinge, die man braucht. Und dann bin ich glücklich. Okay, warte. Hier kann man noch reinlangen. Das Geile ist, hier bekommt man echt den sexy Loot. Also hier drin werden wir eine Schlange als Gegner haben. Warum kann ich die Kugel nicht reinladen? Einmal. Jetzt ging's. Oh, fuck you, Schlange. Moment. Bandage. Bandage. Ey, die ist ja wieder komplett geheilt, oder nicht? Yo, ich hab sie. Dieser Sound. So, wir nehmen das Messer und wir schauen, können wir hier was rausschlitzen, Klaue entfernen. Nein. Geht leider nicht. Schade. Echt schade. Ich hätte es gerne getan. Nee, da geht nichts. Tür hat sich geöffnet. Pelz zum Mitnehmen. Auch irgendwie mies, dass hier nichts drin ist. Nichts. Gar nichts. Ist hier komplett leer aus. Aber wenigstens kriegst du halt Gold. Mittlerweile bin ich auch schon sehr geübt, was das Töten von Schlangen angeht. Okay, noch ein bisschen Holz eingesackt und dann ziehen wir direkt weiter in der Hoffnung, dass wir eben den sterbenden Wald finden. Und tschüss. Und wir müssen schmelzen. Schmelzen. What? Ach. Hier ist noch was drin. Rein damit. Oh, Holz kann man jetzt mehr stapeln. Geil, 40er packen. Das ist cool. Und da schon mal hier hin. Kann man den Pelzscheiß hier auch? Nee, leider nicht. Und rein damit. Und ran hier. Okay, wir ziehen jetzt mal durch. Wir ziehen jetzt mal ordentlich durch. In der Hoffnung, dass wir hier noch eine Location bekommen, die sich lohnt. Der Mann mit den goldenen Kugeln. Wie viel Gold haben wir? Oh, zweimal noch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das kann man aber immer noch auf 5er nur stacken. Und wir laden durch. Und wir schieben rein. Und wir legen nach. Normalerweise müssten 6 Schuss reingehen. In so einen Revolver. So, 6 Schuss gehen auf jeden Fall schon mal rein. Die endlose Wüste. Ein Mann, ein Revolver und jede Menge Gold gegen Schlangenmonster. Wird dieser Mann gewinnen? Oh, und das Gold. Aber nein, wir müssen weiter. Wir haben genug. 3 Schuss, wir können 2 von diesen Viechern töten, wenn es gut läuft. Deswegen müssen wir weiter. Weiter, meine Kameradas. 3 Stück haben wir getötet.
Aber es werden irgendwann noch mehr. Was ist das da hinten? Ist das die Mine? Aber die Mine sah doch anders aus, oder? Ich will den sterbenden Wald. Aber ich werde trotzdem bei der Mine runtergehen. Bisschen nachgucken. Die sah doch ein bisschen anders aus. Doch, das ist eine andere Mine. Das ist eine andere Mine. Guck mal, da oben ist sogar ein Zelt. Die sah... Was ist das? Das ist vielleicht nicht mal eine Mine. Da war ich noch nie. Ey, die haben echt einiges an neuen Locations eingebaut. An das hier kann ich mich nicht erinnern. Jetzt werden einige sagen, bist du Doom oder was? Bist du Doom? Gib mir das hier. Was ist hier drin? Nichts. Gar nichts. Eine Notiz. Steht denn da drauf? Old Man Murphy. Eine Glocke. Die habe ich auch noch nie gebaut, die Dinger. Essen. Essen gibt es hier auf jeden Fall schon mal. Nochmal Essen. Amboss. Seil und Nägel. Nägel. Super viele Nägel. Die sind aber auch schon alle irgendwie eine ganze Weile tot, oder? Die liegen nicht erst seit gestern hier. Da oben war ein Zelt. Wollt ihr wissen, was in dem Zelt ist? Ja, wollt ihr? Okay, das ist keine Mine. Hier war ich noch nie. Das wüsste ich, wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Schaut mal, ich komme sogar hier hoch. Haha, Bergsteiger. Und das Zelt ist nicht fake. Hier ist eine Notiz. Nice. Es gibt wirklich... Ich will aber trotzdem diesen riesigen sterbenden Wald. Die Suche nach dem Geisterwald. Die geht weiter. Aber nicht mehr in diesem Video. Sondern im nächsten. Lasst eine Bewertung da für den Geisterwald. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss.